Hallo, liebe Pfeifenfreunde. Heute mal ein kleines Unboxing von einer Savinelli, die ich bei dem berühmten Auktionshaus ersteigert habe für sage und schreibe 16 Euro. Und jetzt schaut euch mal dieses Schätzchen an. Noch in der Originalverpackung. Das gibt's gar nicht. Und die Pfeife hat keiner gewollt. Eine Savinelli 9 mm Filter. Das Mundstück einwandfrei. Die ist gerade mal kurz eingeraucht worden. Das ist der Wahnsinn. Savinelli Veritas. Wunderschöne Maserung auch. Und kann man erkennen, was das für eine ...316 KS aus Italien. Na, das ist ja ein Prachtstück. Na, das war ja ein wirkliches Schätzchen und eine super Gelegenheit. Wollte kein Mensch haben. Verstehe ich nicht. Was ist da noch drin? Italienische Flagge. Was soll das sein? Savinelli Balsa-System. Ja, das muss ich erst noch mal ausforschen, was das ist. Savinelli Quality Control. Und jetzt noch. Hilfe. Wie man eine Pipa raucht. Praktisch noch mit Bedienungsanleitung. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Schon wieder ein wunderschönes Pfeifchen, ein echtes Schnäppchen. Die werde ich mir jetzt gleich anmachen. Nachdem ich euch das letzte Mal meine teure Dunhill-Pfeife gezeigt habe, möchte ich heute damit demonstrieren, dass auch andere Mütter schöne Töchter haben. Und diese Savinelli für diesen Preis ist bestimmt ebenbürtig. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Das sind Balsaholzfilter, die mitgeliefert wurden, wahrscheinlich vom Pfeifenhuber in München, der diese Pfeife vertrieben hat. Jetzt ist das Mundstück schon desinfiziert. Dann werde ich diesen Balsaholzfilter einsetzen und dann werde ich das Pfeifchen rauchen. Heute muss der Stanville Melange Tabak dran glauben. Eine wunderschöne Melange-Mischung. Ist auch nicht zu feucht. Na, dann wollen wir mal anfeuern. Das ist Premiere.
dazu ein kleines Schlückchen Kaffee. Das tut gut. Na, mal sehen, ob sie beim ersten Mal wahrscheinlich nicht gleich brennen wird. Na, na, ich bin erstaunt. Savinelli macht ja jetzt auch noch die alten Pfeifen aus echtem Bruyère-Holz. Sollte sie etwa beim ersten Mal anzünden gleich durchbrennen? Das wäre ja erstaunlich. Ja. Na, das macht Spaß. Ja, Savinelli habe ich ja noch einige andere Pfeifen, die hatte ich auch schon in den vorhergehenden Videos gezeigt. Ist ja Wahnsinn. Beim ersten Mal. Naja, hab vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt quasi ein Mini-Unboxing. Und damit ihr auch mal seht, die Dunhill ist bei mir bloß ein Einzelfall gewesen. Nicht zum Angeben, sondern die gehört einfach mit in eine Sammlung. Und Savinellis habe ich jede Menge. Dann auf Wiedersehen. Es freut mich weiterhin über nette Kommentare, Abonnements und natürlich auch das Liken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.